Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Strategic Command World War II. Und es ist gerade so viel los. Juli 1940 sind wir und es brennt an allen Ecken und Enden. Ganz viele spannende Fragen. Erstens, kapituliert Frankreich jetzt? Ist es schon soweit? Zweitens, was passiert mit unserer britischen Armee in Nordfrankreich? Haben wir das Ganze überzockt oder können wir dadurch den Gegner vielleicht sogar noch ein bisschen ablenken? Was macht Italien nach dem französischen Vorstoß und überlebt unser Schlachtschiff in der Nordsee und. Viele offene Fragen und ich bin sehr gespannt, was jetzt erstmal der Gegnerzug ergibt. Wir werden es jetzt sehen und einige Antworten schon erfahren. Okay, er baut sich auf, versucht die Franzosen erstmal niederzumachen. Aber damit hat er so seine Problemchen. Da fahren die Panzer vor, ist klar. Und drücken auch über den Fluss. Ja, die Flugzeuge. Aber ganz gut, dass sie da standen. War mein Panzerangriff abgewehrt. Und damit ist Orléans gefallen. Gab ein bisschen Schaden hier. Okay, Besançon. Wie lange können wir ihn da aufhalten? Zwei Angriffe. Das war, glaube ich, ein Überraschungsangriff, der aber nichts gebracht hat. Ja, ich sag mal, das Korps hat 5 Angriffe ausgehalten. Das ist doch okay. Und jetzt marschiert er da komplett auf. Okay. Da oben ist er immer noch dabei. Die tapferen Truppen, die jetzt erledigt sind, anzugreifen. Damit fällt das alles. Und das französische Korps ist immer noch am Leben. So, und jetzt versucht er... Oh, das tat weh. Alles klar, das tat natürlich fett weh. Und jetzt kommt er mit seiner Flotte um die Ecke. Jetzt, okay. Allerdings entblößt er sich damit natürlich jetzt auch, ne? Gut, er versucht jetzt seine Schiffe zurückzuziehen. Okay, da haben wir jetzt... Das hat wehgetan. Gut, der Vorstoß mit dem Panzer war nicht sonderlich erfolgreich. Wir haben Abwehrjäger. Er erkundet, glaube ich, ne? Er versucht, unsere Flotte da zu bekommen. Das hat auch reingehauen, weil wir nur einen Abfangjäger dabei hatten. Okay. Aua, aua, aua. Da hat er ein bisschen zurückgeschlagen. Einen leichten Kreuzer und ein Schlachtschiff haben wir verloren. So, wir haben seine Konvois immerhin stören können mit unserem U-Boot. Gut, wir sehen eines seiner U-Boote. Wir wissen... Ja, ich vermute mal, ein Schiff ist hier zurück im Hafen. Wir müssen jetzt gut erkunden. Was haben wir denn hier eigentlich noch stehen, was wir in den Einsatz bringen können? Wir haben noch einen weiteren Flugzeugträger. Das wäre es schon. Marinebomber. Allerdings, der wird kaum in Reichweite, in Angriffsreichweite sein. Ich kann mir die Reichweite gar nicht angucken. Ah, doch, der hat, der hat eine verdammt hohe Reichweite. Erstaunlich. Die Dinger sind gut. Da wird es noch wichtig sein, wo wir die positionieren. Und jetzt stellt sich da natürlich nach wie vor die Frage. Er hat weiterhin hier unten alle seine Panzer stehen. Das heißt, eigentlich ist unsere Armee in Calais relativ sicher. Theoretisch könnten wir eigentlich hier weiter angreifen. Ich weiß es nicht. Das Blöde ist natürlich jetzt Bordeaux. Da müssen wir irgendwas zurückziehen, damit wir dort was reißen können. Und er hat jetzt hier ein Korps in Genua und Mailand hat er ebenfalls mit dem Korps jetzt gesichert. Und da kommen wir auch nicht so einfach ran. Ja, schaut mal, diese Angriffe bringen jetzt hier leider nichts, weil wir auch keinen Befehlshaber haben, um das Ganze zu unterstützen. Von Seeseite kommen wir jetzt auch nicht weiter. Es bleibt also vermutlich bei dem Coup in Turin. Aber wir halten mal fest, Frankreich ist mit 29% Moral immer noch im Spiel und wir sind Ende Juli 1940. Das heißt, er hat immer noch alle seine gesamten Kräfte hier. Und das wird vermutlich auch noch eine Runde
vielleicht mit ein bisschen Glück 2 Runden dauern. Wir werden jetzt vermutlich mal unsere gesamte... Ja, wir werden vermutlich unsere Punkte dafür aufwenden, Rückzüge machen, Verlegungen zu machen, damit wir hier uns ihm noch irgendwie ein bisschen entgegenstellen können, würde ich mal sagen. Der Befehlshaber muss zurück, die Armee muss zurück. Das Korps kann nicht zurück, weil es nicht auf irgendwo steht, wo Eisenbahn ist. Das Korps können wir noch zurückziehen, sodass wir in La Rochelle was aufstellen können und in Bordeaux. Ja, das müsste der Weg sein. Okay, das waren die ersten Überlegungen. Ansonsten, dass das so bittere Konsequenzen hat, dass ich da einmal nicht aufgepasst habe mit dem Schlachtschiff. Aber gut, das Gleiche hat er hier in Italien auch erlebt. Fast so ein bisschen so ein ähnlicher Fall. ist wieder ausgeglichen, das Ganze. Wir sehen uns gleich wieder nach meiner Denkpause. Okay, starten wir mit unserem Frankreich-Zug. Und hier geht es einfach nur darum, jetzt möglichst viel Zeit noch zu schinden. Vielleicht schaffen wir es noch 2 Runden, dass er nicht in der nächsten Runde Bordeaux besetzt, weil dann wäre, glaube ich, Feierabend. Also, was werden wir dafür tun? Wir werden das Korps nach La Rochelle bringen, das in Nantes steht. So, dann werden wir diese Armee verlegen für 25 nach Bordeaux. Die wird Bordeaux verteidigen. So, wir müssen den Befehlshaber verlegen. Kostet natürlich sau viel, aber der wäre sonst sofort tot und den bringen wir dann hinter Bordeaux. Beziehungsweise können die noch hier hinbringen. Nee, wir bringen hinter Bordeaux. Da ist ganz gut. Alles klar, dann werden wir mit der 9. Armee zurückgehen und Bourges besetzen, um noch irgendwie was dazwischen ihm noch ein bisschen was vor die Füße zu werfen oder entgegenzuwerfen. Wir sehen übrigens, die Panzer sind durchaus hier auch ein bisschen angeschlagen, das ist nicht schlecht. Dann bringen wir natürlich mal die Flugzeuge hier zurück noch. Ja, warten wir noch mal kurz. Jetzt ist die große Frage. Also, was wir noch mal sichern sollten, wäre eigentlich Limoges und Clermont-Ferrand. Oder wir bleiben hier stehen und blockieren damit weiter Lyon. Er wird dann aber hier rüber gehen. Wir kämen mit dem Korps auch hier hin. Ich denke, wir machen das. Wir ziehen das dorthin. Gut. Dann haben wir, wir werden jetzt hier nicht weiter vorgehen, das macht keinen Sinn. Also, das war jetzt ein schöner Spaß. Turin werden wir auch besetzt halten, aber das war's dann. Im Gegenteil, wir werden vermutlich eher zurückziehen. Die Frage ist, ob wir, stehen wir hier? Ja, wir stehen hier auch auf einer Bahnlinie. Wir könnten auch hier nochmal verlegen. Ja. Warum eigentlich nicht? Wir könnten ihm hier was in den Weg stellen. Er könnte also hier runterziehen. Dann hätten wir da auch noch ein bisschen was stehen. Ja, machen wir das mal. Bringen wir die nochmal dahin. Und die besetzen einfach Turin. Und hier ziehen wir uns wieder ins hübsche Monaco zurück, oder? Wir gucken mal, supply-mäßig ist da 8, da 7. Ja, da sind wir noch hinter dem Fluss, falls er da noch angreifen will. Ich denke mal nicht, dass er mit den Italienern davor geht. Aber es war ein schöner Warnschuss. Und er musste sicher irgendwelche Produktionspunkte ausgeben, um diese Einheiten zu verlegen. Und das war es doch wert. So, das heißt, die bleiben alle hier stehen. Wir haben noch 27. Jetzt bringen wir noch die Flugzeuge irgendwo weg. Und dann war es das auch. Okay. Hier haben wir immer noch den halbautomatischen Modus. Okay, dann würde ich sagen, sind wir hier mit der Sache durch. Dann ist eine große Frage, ist jetzt der Moment gekommen, wo wir unsere britische Armee in Sicherheit bringen? Ich denke, ja, weil, Leute, was bringt es jetzt noch, hier 2-1 zu kämpfen? Das ist jetzt nicht mehr so effektiv, zumal wir bei einem Verlust als Armee ja auch, um das eine zu ersetzen, mehr bezahlen als er, wenn er 1 fürs Korps ersetzt. Das heißt, der Unterschied an Produktionspunkten, den wir hier machen, der ist nicht mehr so riesig. Es macht jetzt keinen Sinn mehr. Wir können da jetzt abhauen. Wir haben unseren Teil geleistet. Vermutlich wird das einen Moraleinbruch geben. Es kann sogar sein, also das heißt, wenn Lyon fällt, dass es dann schon das gewesen ist. Gut möglich, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Das wäre ein Argument gewesen, die Truppe hier noch stehen zu lassen, aber dadurch, dass er vorrücken muss, heißt es auch, er hat keinen Angriffsbonus, keinen Vorbereitungsbonus. Und mit den Panzern kommt er nicht nach Lyon, da hat er sich voll auf diesen Bereich konzentriert. Insofern, das ist schon okay. Wir müssen bloß, ich will hier an den Hafen ran, wobei wir können, ja, ist eigentlich egal, wo wir rausgehen, aber die will ich vermutlich sowieso noch nutzen. Ja, bringen wir die erstmal hier raus. Und machen jetzt hier unseren Transport für teure 36. Ja, da wurden Vorschläge gemacht, ob ich die nicht nach Norwegen direkt senden will. Aber das ist mir alles jetzt bei dieser Marinesituation viel zu heikel, ehrlich gesagt. Und ich will mich noch absichern. Er hat ja immer noch 3 Fallschirmjäger-Einheiten. Das kann auch mal, wenn wir hier zu schwach sind, im Mutterland übel enden. Also wir bringen sie jetzt in Sicherheit. Und sie haben ihren Job gut gemacht, würde ich sagen. Was machen wir mit dem Reservekorps? Das können wir noch nach Calais ziehen. Ich meine, jetzt noch eine Verschanzung von 1. Da hat es einen Verteidigungsbonus. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Aber das wird sowieso beim nächsten Angriff weg sein. Die Frage ist, ob wir mit den 27 französischen Punkten noch irgendwas Sinnvolleres machen können. Was ist eigentlich mit diesem Korps hier? Ah ja, okay, da rücken sie natürlich jetzt gegen Frankreich vor. Das haben wir nicht geschützt. Ja, weil wir auch keine... Das war auch klar, dass wir das nicht schützen. Dazu verstärken ist jetzt auch relativ sinnlos. Ich bewahre die mal auf und überlege mir das am Schluss. Hier hat er seine Fallschirmjäger stehen. Okay, dann hätten wir Frankreich erledigt. Dann gehe ich mal nach Norwegen, unserem Lieblingsschauplatz. Leider können wir hier im Moment flottentechnisch noch nicht unterstützen. Was spannend wird, ist, wie es in Trondheim aussieht. Also er wird irgendwelche Truppen verlegt haben, bin ich mir sicher. Aber wann kommen die uns entgegen? Wo stehen die? Das ist eine spannende Frage. Wir ziehen ja hier runter und da haben wir Feindkontakt. Und jetzt kommt es auch schon, haha, zu ersten Gefechten. Was hat er denn hier für eine Versorgung? 4, ja. Das wird dann hier das lustige Problem werden. ich weiß gar nicht, ob diese Spezialtruppen, ob die versorgungstechnisch irgendwie ein bisschen besser dastehen. Das wird hier das Megathema sein, weil wir hier kein Hauptquartier haben. Werden wir hier auch nicht so wirklich super vorankommen, muss man dazu sagen. So, die Garnison bringen wir mal hier nach oben. Und weil ich glaube, dass wir hier nichts machen können, marschieren wir mit der... Einfach hier noch die nördlichen Städte ab, so nach und nach. Ich glaube nicht, dass er hier irgendwie landen kann. Jetzt ist aber die große Frage, wie agieren wir jetzt mit unserem polnischen Korps? Wir können das natürlich... Nee, wir können es hier nicht upgraden. Also hier mehr als 5 wird das hier nicht werden. Das heißt, schaut mal, 5, 4 und dann geht es hier hart runter. Und er... steht hier immerhin noch ganz gut, weil er hat hier 5, das heißt, er müsste hier bei Versorgung 4 bleiben, während unsere immer schlechter wird. Also ohne Hauptquartier kommen wir eigentlich hier nicht so richtig gut voran. Wir binden halt jetzt hier Truppen von ihm, das ist okay. Was man natürlich sich überlegen könnte, ob man jetzt irgendwie eine hübsche Landungsaktion in Trondheim versucht oder gar in Oslo. Dazu müsste man hier die Seehoheit haben. Wir marschieren mal noch ein bisschen weiter nach vorne. Wir haben hier Berge, das sollte erstmal... okay sein. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Überraschungseffekt, den wir noch nutzen können. Wird er uns dort sehen können? Ich ziehe mal dahin. Okay, der wird dort 0 Versorgung haben das nächste Mal. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. sowas kann übel enden. Das betrifft den übrigens auch, ja. Ja. Kann gut sein, aber die Franzosen sind eh weg vom Fenster. Das ist nicht so schlimm, wenn die erledigt werden. Tja, und mehr als das polnische Korps werden wir dann auch hier nicht hinbringen. Das ist soweit in Ordnung. Wir können hier auch nicht viel machen. Wir halten jetzt auf jeden Fall jede Rückeroberung ab. Das ist gut. Und mal gucken, was wir hier, wie sich das hier entwickelt. Das wird jetzt hier keine große Nummer werden. Einfach wegen der schwierigen Versorgung. Wenn, dann müssten wir das irgendwie begleiten durch eine weitere Landung, was ich mir durchaus vorstellen kann oder offen halten würde.
Trondheim ist da wirklich ganz interessant, weil es eine sekundäre Versorgung ist. Nun gut, so, okay, also das wäre jetzt Norwegen gewesen. Jetzt kommt hier dieser heikle Fall. Also wir haben jetzt einmal hier ein U-Boot, das wir uns vornehmen können. Aber es waren auch einige Schiffe der Deutschen hier unterwegs. Und jetzt ist die Frage, ob wir die finden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Ja, ich bleib mal... Ich glaube, man kann aufgetaucht besser scouten. Weiß ich leider nicht so ganz genau. Wir werden uns mal hierhin bewegen. Mal gucken, ob wir irgendwas finden hier. Nein. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass die in den Hafen und in den Hafen gefahren sind. Wenn das so ist, dann können wir jetzt eh nichts machen. Aus dieser Situation. Dann wäre es jetzt einfach nur mal wichtig, dass wir noch das Gebiet hier weiter prüfen. Dass wir hier sicher sind. Der Verlust des Schlachtschiffs trifft uns jetzt auch nicht so super hart, weil wenn ich mal in die Produktionsleiste gucke, sehe ich, wir bekommen im August 40 ein weiteres Schlachtschiff und im Dezember 40 noch eins. Also das ist schon okay. Ich denke, das hat natürlich moralmäßig wehgetan, das ist so. Aber ansonsten können wir das, glaube ich, wegstecken. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir irgendwie das U-Boot? Wir haben drei Zerstörer hier. Da haben wir noch einen Flugzeugträger. Da bin ich mir nicht so sicher, wie weit muss ich da ziehen. Also ob er dann noch angreifen kann, das werden wir gleich sehen. Ja, und wo ich noch nicht sicher bin, ob wir vielleicht nicht noch doch noch irgendwo eine gegnerische Einheit finden. Das ist eben die Frage. Sicherheitshalber gucke ich hier oben nochmal lang. Nein, hier ist er nirgendwo. Er wird da in den Häfen liegen. Da bin ich mir ziemlich sicher jetzt. Okay, dann gehen wir das U-Boot an, würde ich sagen. Mit unseren Zerstörern. Der hat leider keine so tolle Versorgung mehr. Haben wir einen mit optimaler Versorgung hier irgendwo? Versorgung 7. 1, 2, 3 Zerstörer und Flugzeugträger. Ich würde mal sagen, dass der erste Schuss geht an den Flugzeugträger. Wir sind auf Bombermodus. Gut. Bitte weg. Angriff 01. Mhm. Okay. Dann haben wir noch den Flugzeugträger. 1, 2, 3, 4, 5, dort sich hinbewegen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da noch losfliegen können. Halt, vorher noch den Modus prüfen. Wir sind hier auch auf Bomber, das ist in Ordnung. Ja. Okay. Ah, wir können ja nochmal fliegen. Wir können ja zweimal fliegen. Das müsste mit dem anderen dann auch noch gehen. Ah, jetzt ist es abgetaucht. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Suche gehen. Es ist in der Regel zwei Felder im Umkreis. Versuchen wir es zu finden. Was ich mir nicht weiß, muss man genau auf dem Feld landen? Aha, da haben wir es. Sehr gut. Okay, also ihr seht Lerneffekt, was die U-Boot-Suche betrifft. Das ist doch mal nett. Versorgung 4, Versorgung 7. Jawohl. Okay, sehr schön. Das nächste U-Boot immerhin erledigt. Ein kleiner Achtungserfolg, den wir hier noch gehabt haben. Ja, so, jetzt müssen wir, ja, was machen wir? Wir müssen jetzt mal die Schiffe überprüfen, was ihre Versorgung betrifft, wen wir zurückziehen müssten. Der muss eigentlich zurück. So, Versorgung 10. Das U-Boot werden wir hier noch ein bisschen runterziehen, um hier ein bisschen am Ball zu bleiben. Hier sehen wir erstmal nichts. Versorgung ist hier solide. Ihr müsst auch zurück. Ihr könnt auch direkt zurück. Sehr gut.
Okay. Die sollten wir ruhig ein bisschen bewegen. Ich würde gern grundsätzlich einen Flugzeugträger wieder in den Norden bringen, wegen der Tromsø-Aktion. Quatsch, wegen der Trondheim-Geschichte. Einfach um auch mal zu erkunden, was dort ist. Das könnte nämlich noch eine Operation nach sich ziehen. Wir haben jetzt hier nur ein Schlachtschiff. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Aber eigentlich müssten wir das auch mitbringen, wenn wir da was machen wollen. Und dann nehmen wir einen leichten unten. Ne, wir nehmen noch einen leichten als Verstärkung. Ansonsten denke ich. Na gut, hier sind die gegnerischen Schiffe. Passen wir jetzt mal ein bisschen auf. Okay. So, Versorgung ist auch nicht mehr so optimal. Bringen wir auch mal in Hafennähe und. Hier ziehen wir uns ein bisschen zurück. Soweit, so gut. Der Flugzeugträger. Wollen wir den hier unten haben? Wird es hier noch. Ich meinte, es kann jetzt hier so, zu so einer Art Abwehr. Nee, wird es zum Angriff kommen? Hier? Bezweifle ich eher, ne? Bringen wir ihn tendenziell nach Norden? Oder wollen wir ihn vielleicht ins Mittelmeer möglicherweise sogar verlegen? Was natürlich eine heikle Angelegenheit ist, wenn wir das ohne Begleitung machen. Wir sind hier ein bisschen angeschlagen. Der hat mit dem Bomber hier agiert, ne? Ah ja. Also ich denke, hier werden wir uns erstmal zurückziehen und reparieren. Das scheint mir das Sinnvollste zu sein. Er wird sich jetzt hier, glaube ich, über kurz oder lang nicht mehr mit der Flotte rauswagen. Da hat er sich einfach eine blutige Nase geholt. Da sieht er, glaube ich, jetzt keinen Stich. Ja, jetzt ist die große Frage: Was machen wir mit dem Flugzeugträger? Also ich sag mal, fliegermäßig sind wir jetzt hier ganz gut dabei. Ah ja, wir haben auch noch den. Das ist der taktische. Ne, wir haben hier noch den Marinebomber. Schaut mal, der hat echt eine gute Reichweite. Der wäre vielleicht ganz gut, wenn wir den doch hier oben stationieren würden. Da kann er ein bisschen mehr abdecken. Hoffe ich zumindest, dass da jetzt noch was passiert. Okay, gut. Ja. Wir könnten überlegen, ob wir die Flugzeuge tendenziell in Richtung Ägypten verlegen. Wobei wir da erstmal auch was haben. Aber die Option lassen wir offen. Und ich würde sagen, wir. Bleiben mal mit dem Flugzeugträger hier. Gehen aber voll auf. Ja, Jagdflugzeug. Das ist okay. Gut. Okay, jetzt müssen wir nur noch unser Zerstörer ein bisschen bewegen. Ja, ist die Frage, ist hier oben noch irgendwie ein U-Boot? Man weiß es nicht, ne? Ich will jetzt nicht. Zu viel hier reinziehen. Wir haben dort drei Zerstörer. Ich würde sagen, wir gucken hier noch einmal und dann bewegen wir uns wieder zurück auf diese Linie. Die französischen Schiffe werden uns ja eh jetzt demnächst verlassen. Soweit, so gut. Und hier gehen wir auf diese Route jetzt. Wobei wir eigentlich. Wissen, dass er im Moment keine Überfälle macht, glaube ich. Ein U-Boot muss da unten noch irgendwo sein, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht sollten wir erstmal diese Linie nochmal abfahren. Könnte auch auf. Also im Moment nicht, ne? Aber hier war mal ein U-Boot. Wir fahren. Na, hier unten wird nichts sein. Wir fahren einfach mal hier rüber. Hier haben wir auch wieder Sturm. Aber hier sind wir im Moment sicher.
Wenn ich das richtig interpretiere, bin mir nicht ganz sicher, kann er hier lang fahren eigentlich? Oder ist das ein Geländefeld? Mit Rechtsklick passiert da nichts. Ansonsten wäre ja diese Position so, dass wir eigentlich ein U-Boot sehen müssten, wenn er hier durchfahren würde. So würde ich das zumindest interpretieren. Wir könnten das auch noch anders positionieren, so und so. Wir lagen eh hier nicht im Hafen. Dann ist das auch eine kleine Sicherheit. Das Problem ist halt hier, dass er uns die Schiffe zerbomben kann, wenn er hier Flugzeuge stationiert hat. Deswegen sind solche statischen Positionen für Schiffe meines Erachtens immer ein Problem. So weit, so gut. Also Atlantik, Nordsee ist abgehandelt. Erst einmal. Ein U-Boot haben wir erledigt. Wir haben wiederum zwei andere Schiffe verloren. Okay. Wir können jetzt hier dennoch nochmal auf die Suche gehen, wobei bei Sturm ist hier auch nicht viel zu erreichen. Wir wissen, dass da ein Schiff liegt. Mit Marineeinheiten kann man wohl keine Landeinheiten sichten, also da kann man nicht vernünftig scouten, falls jemand auf diese Idee kommt. Okay, jetzt ist die Frage, wo ziehen wir unseren Flugzeugträger hin? Wir könnten ihn direkt dorthin ziehen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Strecke frei ist. Gott, das sage ich so. Nee, das müssen wir scouten. Das geht gar nicht anders. Wie scouten wir das? Wir haben ja hier nur Schlachtschiffe, das ist ja auch ätzend. Wir ziehen einmal hier runter. Okay, wir sehen, das ist frei. Wir ziehen einmal hier hoch. So, das heißt, wir wissen, dass diese Strecke frei ist. Dann bringen wir jetzt nochmal, gehen wir ganz auf Nummer sicher. Finde ich nochmal so ein Debakel erleben. Und jetzt haben wir eine Route, die sicher ist. Halt, aber wir müssen kreuzen, ne? Oder kommen wir mit einem Zug dorthin? Nee. Okay, sind wir da angekommen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir noch eines der Schlachtschiffe mit runter. Das kommt allerdings mit einem Zug dorthin. Wobei, gibt es einen Grund dafür eigentlich nicht. Wir können hier in Stellung bleiben. Das liegt eigentlich im Hafen da ziemlich sicher. Wir bleiben mal wieder hier dezent in Lauerstellung, würde ich sagen. Das ist schon ganz in Ordnung. Ja, können wir mit der Marseillaise noch irgendwas anstellen? Beziehungsweise können wir eigentlich das Schiff weiter hochbringen? Nein, können wir nicht. Ja, dann gehen wir hier nochmal ein bisschen auf Erkundungstour. Vielleicht habe ich ja doch noch was komplett übersehen. Ja, also wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich einen Teufel tun, solange Frankreich noch im Krieg ist, irgendeines meiner Schiffe irgendwie rauszuziehen. Das wäre der Wahnsinn. Mal hier spaßenshalber gucken, ob da was liegt. Ja. Da haben wir ein Schlachtschiff, an das wir nicht rankommen. Ich meinte, in der Hinsicht ist natürlich die U-Boot-Erkundung ganz cool, weil wir dadurch sehen, was er hat. Also wir sehen, er hat die, wie heißt das Schiff? Die Giulio Cesare. Ein Schlachtschiff hat er noch. Da liegt nix. Da hinten kommen wir nicht ran. Ja, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Die Häfen abklappern. Das ist ganz, ganz interessant, auf jeden Fall. Okay. So, das wären die Mittelmeerzüge. Dann haben wir noch Ägypten. Wir haben gesehen, er hat sich hier mit dem Panzer ein paar Verluste eingehandelt. Und ich denke, wir können eh jetzt hier nicht groß verstärken, weil wir keine Versorgung großartig haben. Wir rücken einfach mal hier dezent vor. Ja, nicht aufgeklärt. Der Gegner konnte allerdings auch nicht viel machen mit seinen fünf. Dahinter haben wir den Befehlshaber. Das ist okay. Wir ziehen unsere auch nach. Er hat tatsächlich nur diese eine Panzereinheit. Das heißt, wenn wir das nächste Mal jetzt mit taktischen Bombern um die Ecke kommen, dann sieht es vielleicht ganz interessant aus. Allerdings, die Versorgung, die Versorgung, die Versorgung. Wir kriegen die nicht auf 10.
aufgrund der Versorgungsprobleme. Ja, hier können wir überhaupt nichts verstärken. So, wir haben eine Feldartillerie, die eher zur Verteidigung geeignet ist. Die können wir mal langsam nach vorne ziehen. Eine Panzerabwehr, die würde uns hier vorne natürlich helfen. Und wir haben noch einen Chor. Wobei ich mir da nicht im Klaren darüber bin, ob wir eigentlich hier irgendwie in Gefahr sind. Aber eigentlich nicht. Das dürfte an Frankreich fallen. Und damit wäre es das dann auch. Das wäre erstmal ein neutraler Staat. Da kann er nicht rein. Von da kann er nicht agieren. Das heißt, eigentlich müsste die Grenze sicher sein. So, theoretisch könnten wir eigentlich alles in die Richtung bringen. Kairo werden wir allerdings besetzt lassen. Sicher ist sicher. Und die Panzerabwehr, ja, die bringen wir dann auch mal rein. Mal gucken. Also dieser Wüstenkampf, der ist schon ziemlich ätzend. Aber immerhin, wir haben... Was sind das eigentlich für Befehlshaber? Haben die alle 4 Sterne? Gibt es noch Unterschiede? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Mehr können wir hier auf jeden Fall auch nicht tun. Cool wäre natürlich, das ist auch mein Plan, wenn wir einen unserer neuen Panzer, also den neuen Panzer, den wir bekommen, Ende August, wenn wir den hier nach Ägypten bringen könnten, da hätten wir noch ein bisschen mehr Schlagkraft. Aber das wird hier, glaube ich, immer hin und her gehen. Wobei, vielleicht haben wir jetzt einen Vorteil mit unserer Luftwaffe. Vielleicht. Tja, wäre vielleicht doch cool, was mit diesem Blick den Flugzeugträger nach unten zu verlegen. Aber gut, jetzt haben wir es erstmal so entschieden. So, das heißt, hier können wir meines Erachtens nichts mehr tun. In der Sowjetunion ist er noch am Arbeiten. Wir haben nicht die Mittel, um die nächste Forschung zu machen. Wenn ich mich recht entsinne, dafür brauchen wir 200. Das brauchen wir dringend hier, Infanteriewaffen. Darauf sparen wir jetzt. So, das heißt, die Briten haben jetzt noch einige Möglichkeiten, irgendwie abzugraden. Können wir hier noch? Nee, die haben schon das Maximum. Okay. Die Schiffe sind auf Maximum, das ist soweit in Ordnung. Können wir den noch besser machen? Upgrade, Marinebomber? Nee, auch nicht. Sehe ich auch, ne? Dann ist, genau, die weiße 1 zeigt mir, da ist alles bestens. Da kann ich nichts tun. Okay, also produktionstechnisch können wir gar nichts ausgeben. Das Einzige, was wir jetzt mit den Franzosen noch machen können, ist, die auf 5 zu bringen. Alles andere ist nicht möglich, weil wir es bewegt haben. Ja, eh das verfällt, nutzen wir das. Vielleicht macht es noch ein mehr Schaden oder so. Okay, soweit dazu. Dann gucken wir mal forschungstechnisch bei den Briten. Wir sind bei 1950, wir können nichts investieren, was okay ist. Hatten wir hier was Neues? Nee, das ist noch nicht durchgekommen. Dann könnten wir überlegen, ob wir vielleicht noch eine Einheit kaufen. Ein Befehlshaber wäre natürlich super. Montgomery kostet uns 7. Heißt das Qualität 7? Ich glaube ja, ne? Der kostet uns 405, weil der über dem Limit ist, was wir derzeit haben dürften. Korps haben wir auch schon mehr. Oh, Armeen auch schon. Tendenziell würde ich sagen, Luftwaffe ist für uns fast noch entscheidender. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir haben derzeit hier einen taktischen Bomber. Was bekommen wir hier noch rein? Luftwaffentechnisch. Wir bekommen noch einen Jäger rein. Dann haben wir 3. Das finde ich okay. Hier 3 in Ägypten, 1. Aber was man vielleicht noch zusätzlich machen könnte, gerade für Ägypten, wären noch taktischer Bomber, beziehungsweise wenn wir hier einen halten und in Ägypten, das ist eigentlich eine gute Waffe für uns. Kostet uns 300. Wahnsinn.
Marinebomber. Ich glaube, einer reicht im Moment. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir im Moment hier nichts Sinnvolles investieren können für 245. Halt, können wir das kaufen? Können wir noch eine Panzer kaufen? Für 207. Es ist. Ja, ich glaube ja, wir könnten noch einen Panzer kaufen. Aber der ist dann nicht weiterentwickelt. Ich glaube, ich spare das auf. Gut, dann haben wir jetzt nur noch die Amerikaner. Entschuldigt das Abwägen. Und hier haben wir die Mittel und hier haben wir auch die Möglichkeiten, nochmal auf Industrietechnologie zu gehen. Und das sollten wir auch unbedingt machen, dass wir da noch schneller vorankommen. Okay, alles andere wird aufgespart. Und das war im Gegensatz zum letzten, diesmal jetzt eher ein unspektakulärer Zug. Wie so häufig, wenn viel passiert, viele Verluste, dann muss man erstmal Wunden lecken auf beiden Seiten. Beenden wir diesen Zug. Halt, warte mal. Eine Sache gucke ich mir mal an, nämlich bei den Berichten könnte sich fast schon lohnen, mal zu schauen, wie es bei den Verlusten aussieht. Detaillierte Verluste auf deutscher Seite. Ein schweren Kreuzer und drei U-Boote haben wir erwischt. Ein italienisches Schlachtschiff. Bei uns ein leichter Kreuzer, ein Zerstörer und ein Schlachtschiff. Ja, okay. Marinebilanz insgesamt positiv. Ob das so bleibt, ist die große Frage. Gut, beenden wir die Runde. Oh, er steht irgendwo auf der Linie Ägypten. Also doch. Wow, das habe ich doch weitestgehend gecheckt. So weiterentwickelte Panzer haben die SU. Hat die SU. Industrietech 1, das ist hilfreich. Das ist hilfreich. Okay, da sind 11 weggegangen. Das kriegen wir hin. 38 reicht immer noch nicht für 200. Das heißt, immerhin erst in der nächsten Runde können wir das. 329 hier. Frankreich kriegt immer noch 93. USA 113. Naja. Gut, gut, gut. Diplomatisch hätten wir vielleicht mit den Mitteln noch was unternehmen können. In Richtung Schweden oder. Oh ja, das fällt mir jetzt ein. Wir hätten mal Finnland gegensteuern sollen. Stimmt. Ah, da ärgere ich mich ein bisschen. Da habe ich nicht dran gedacht. Vielleicht beim nächsten Mal. Da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.